Meine lieben Inselbewohner hier, willkommen auf Gilligan's Island oder wie ein Scheißding. Ich bin ein bisschen verzweifelt, meine Leute. Seit dem Tag. Neue Folge, neues Glück, ne? Wir sind jetzt hier pflanzentechnisch auf 100. Es fehlen noch 6% bei den Tieren und das bröckelt gerade wieder, sehe ich. So, ganz kurz mal gucken. Wo ist jetzt hier noch was tiertechnisch am Bröckeln? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir brauchen noch ein Erdmännchen, ne? Ich glaube, wir haben ein Erdmännchen zu wenig. Yep. Sogar drei. Freunde, ihr enttäuscht mich. Ihr wart immer die produktivsten von allen und hier seid ihr sowas von am Abnehmen. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch welche kaufen. Nützt alle nix. Erdmännchen. Habe ich sie schon übersehen? Da sind sie. Zimfilter. Okay, der ist gut drauf. Den kaufen wir mal. Zim 1. So, ich kaufe jetzt nur nach dem, wie die drauf sind. Der ist auch ganz gut drauf. 2. Noch einer. Der ist hervorragend drauf. Super. Perfekt. Dann haben wir jetzt erstmal die alle voll. Ja, ihr könnt euch hier satt essen, Freunde. Da gibt's, ne, das alles vom Allerfeinsten hier. Ne? Das sind Ameisen und Hügel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, okay, wir gehen auf 95,5 hoch. Das finde ich super, super, einfach super. Wo ist jetzt hier noch wer am Abnehmen? So von wegen Einsamkeit, du hier, ne, tschüss. Ne, das können wir leider aktuell nicht gebrauchen. Ne? Wir müssen auf 100% kommen. Das ist, ne, das ist reinste Mathematik hier. Ne? Und Mathematik und, sagen wir mal, Leben sind nur bedingt miteinander kompatibel. Beziehungsweise, ne, Mathematik ist zwar eine extrem wichtige und tolle Sache, aber du bist mit Blätter. Aber Nashörner habe ich, glaube ich, Moment, das ist. Ja, ich glaube, ich habe einen. Jetzt müsste ich, glaube ich, genauso viel Nashörner haben, wie ich brauche, ne? Nashörner 5 von 5, super, okay. Du bist einsam. Tschüss. So, wir müssen jetzt hier mal die Dinge abfahren, dass wir hier. Okay, das sind die. Trotz allem sind die auf 100 und jetzt sind es auf 95 runtergegangen, die Pflanzen. Verdammte Kacke. Ja gut, die Dinger können wir zur Not verkaufen. Wir müssen uns hier erstmal, ne, gucken, du bist auch einsam, ne? Einsam. Tschüss. So, da ist noch wer einsam. Tschüss. So, Tiere auf 96. Hier ist noch wer einsam. Was bist du? Ah, fuck, du bist ein Erdmännchen. Ne, dich darf ich leider nicht verkaufen. Aber Ördeldöl, was hier Erdmännchen ist, geschlechtsreif. Ja, das ist schön. Dass ich bringe hier mal gleich einen Probanden. Da könnt ihr euch dann austoben. So, pass mal auf. Ich glaube, wir können die Tiere auch, glaube ich, so besser suchen, ne? Die nicht gut drauf sind. Ja, das Problem ist, die nicht gut drauf sind, diese... Kann ich die noch... was ist das jetzt hier? Nur Tierbabys anzeigen? Nur Männchen anzeigen? Nur Weibchen anzeigen? Okay. Hier sehe ich aber leider nichts Rotes. Das ist also irgendwie alles im grünen Bereich hier. Hm. Pflanzen auf 100, kommen 97. Wir brauchen noch 2,5%. 2,7%. Freunde, sehen wir noch irgendwo einen Einsamen? Dann. Wobei, ne, das ist natürlich irgendwie echt leider irgendwie, wie soll ich sagen. Also ohne uns schaffen die das hier nicht. Bin ich ehrlich, ne? Das können die gar nicht schaffen. 98. Sehen wir noch irgendwo jemanden, der einsam ist, der nicht gut drauf ist? Da ist. Fuck, Erdmännchen, ich darf. Erdmännchen darf ich nicht. Die muss ich, ne, weil da bin ich gerade am Limit, ne? Hier, da. Pass mal auf, Kollege, da ist was. So, Erdmännchen ist schwanger. Super. Komm jetzt noch, ey, noch. Wir brauchen noch 1,5%, dann ist die Sache durch. Freunde, ne, gib mir eine Chance. Freunde, gib mir eine Chance. Es ist Oktober, schöner Sommer hier und. 1,8%. Wo ist jetzt hier noch irgendwer, der abnimmt? Wo nimmt noch einer ab, Freunde? Wo nimmt noch einer ab? Okay, okay, okay. Hier alles okay. Okay, okay, okay. Jetzt brauchen wir ja 2,5%. Wieso? Hier, einsam. Tschüss. So, bitte sehr. Wobei, er steht 10 Meter neben seine Bevölkerungsschicht und ist da was am Abnehmen. Das ist ja unglaublich. Nee, das sind Sachen, Freunde. Die gehen in meinen kleinen Schädel nicht rein. Wobei, ich weiß nicht, ne? So, jetzt brauchen wir noch 1,3%. Das sollte doch wohl zu packen sein, Freunde. Na, guck mal, ich habe mich so toll um euch gekümmert. Ihr habt alles hier, Freunde. Ich habe euch alles gegeben, was ihr wolltet. Ich habe hier Blätter angezündet und es geht wieder runter, Freunde. Es geht wieder runter. Komm hier. Jetzt ist alles mal gerade im grünen Bereich. Wir haben noch alles. Na, oder habe ich jetzt irgendwie zu viel verkauft? Nein. Oh, okay, 100% zufrieden. Ja, okay. Da arbeiten wir dran, da arbeiten wir dran. Wir fahren noch mal rum, ne? Ob wir noch irgendwie einen sehen, der am Abmemmen ist hier, ne? 98%, komm, gib mir noch verkackte 2%, Freunde! Freunde! 2%! Muss ja wohl drin sein! 1,6 zu 2,6! Wenn der November, okay, jetzt sind noch alle halbwegs zufrieden.
Aber das dauert nicht mehr lange. Oh, jetzt geht's wieder runter. Warum geht's jetzt wieder runter, Freunde? Wer ist jetzt hier was am Abnehmen? Okay. Er steht echt neben seiner, ne? Bevölkerungsschicht ist hier im Abjaulen. Zim, zam, tschüss. Da sind nur die Pflanzen wieder runtergegangen, weil denen ist hier, ne, nicht genug Wasser. Also ich bin ehrlich, diese 100%-Kampagnen, die sind echt immer krass, weil da so viele Faktoren mit einer Rolle spielen, die man echt nur sehr schwer in den Griff kriegen kann. Aha, das ist schön, das ist wunderbar. Ja, kratzt er sich gut, ich muss sich trotzdem verkaufen. Mehr Tiere heißt mehr Risiko. So, jetzt mal ganz kurz gucken, was können wir noch verkaufen? Also wir haben einen Elefant, ach die Elefanten, die sind aber auch ganz gut zufrieden, glaube ich. Ne, da will ich keinen von verkaufen. Wir haben Nilpferde. Sehe ich noch irgendwo ein Nilpferd, was hier sinnlos rumgillert? Du bist ein Nashorn, ne? Haha, da auf jeden Fall Spaß in den Backen. Ja, ja. Nashörner dürfen wir, glaube ich, keinen mehr verkaufen, ne? Zebras. Nashörner, Moment. Fünf Nashörner, ne, da sind wir gerade am Limit. Das dürfen wir nicht verkaufen. Na, jetzt geht das aber gleich mit der Scheiß mit den Pflanzereien hier wieder los. Wenn das ganze Steppendings der Bumster veräppt. Aber welche Pflanzen sind denn jetzt schlecht drauf? Ja, die wahrscheinlich hier, ne? Du bist auch schlecht drauf. Zim, zam, zom. Du bist auch... Oh, ey, Freunde. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel verkaufe, sonst habe ich nicht mehr genug. So, habe ich denn noch genug Gazellen jetzt? Gazellen, verdammte Kacke. Gazellen, wo hat man denn ursprünglich so Gazellen? Also man kann das ja auch irgendwie mit den, mit diesen Kratzdingern einzollen. Das würde ich aber echt total ungerne nur machen. Hier ist auch noch eine einsame Gazelle, ne? Müssen wir auf, dann kaufen wir noch ein paar Gazellen. Aber hier ist doch eigentlich das... Hallo Gazelle. Ich sagte Hallo Gazelle. Hier, da ist... wo habe ich denn hier unseren... Wir haben so einen schönen Springparcours gebaut. Hier. Komm mal her, Zim, Zam. Bitte sehr. Bist du auch eine Gazelle? Was machst denn du da in der Walachei, Kollege? Hier, ne? Einsam und so, ne? Ich will das ungern einzäunen, Freunde, ne? Aber 97, bla bla bla. 98,4. Natürlich sind jetzt unsere Pflanzen wieder am Abmemmen, ne? Verdammte Scheiße. Okay. Aber die einzigen Pflanzen, die abmemmen, sind diese komischen, ne? Mit den Blättern. Das Problem ist nur, ne, die Blätter werden super gerne gefressen von den Tieren. Und sonst jammern die wieder ab, dass sie nichts irgendwie, ne. So, wir verbimmeln die trotzdem mal. Wir lassen das Stückchen Erdreich hier auf jeden Fall drin stehen. Oder reicht das, wenn ich einfach das Erdreich nochmal auffülle? Ist das Erdreich? Ja. Aber das, ich glaube, das hilft nicht. Ne? Das hat, ne, wenn es so heiß ist, dann... Ne? Ne, das hilft leider nicht. Zim, ja, dann verkaufen wir die. Zim, zam. Ja, und holen dann eventuell, wenn... Also ihr seht, Freunde, ich gebe echt alles, um diese Kampagne irgendwie zu wuppen. Aber es ist wie diese 100%-Dinger, das hatten wir ja schon in mehreren Kampagnen. Wir hatten ja schon einige Kampagnen, wo diese 100%-Quatsch-Dings da oben auch drin waren. Ne? Und so, okay, jetzt müssen wir nochmal hier, das ist... mit Savannengras rumgehen. So, flum, dum, 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 dum. Ja, die kann ich nicht verkaufen, die brauche ich. Ja, brauche ich Orangenbäume? Brauchen wir Orangenbäume? Ich meine aber wohl, ne? Moment, Lavendel, Affenbrot, Schirmakazien, Kleindoll, Köcher, Dattelpalm, ja, 10 Orangenbäume brauchen wir. Kann ich also nicht verbimmeln. Was mit dir zu sehr ausgetrocknet? Okay, pass mal, bei denen mit Savannengas klappt das ja meistens, aber leider nur meistens. Jetzt fangen die alle wieder an abzumemmen, ey. Und jetzt gehen unsere Tiere hoch, das ist ja auch schön und toll und wunderbar, aber... Gazelle. Ja, ich bin doch drauf und dran, das irgendwie echt versuchen, großräumig einzuzäumen mit diesen, ja, da springen sie drüber, das ist nicht wirklich produktiv. Okay, die Pflanzen gehen echt runter, aber hier... Echt Orangenbäume, die bei der Sonne abmemmen. Das verstehe ich aber auch nicht wirklich, ey. So, hier... Machen wir nochmal Savannengras.
Savannengras, alles voller Savannengras. Viel Spaß mit Savannengras. Ich denke mal, wie wird das hier laufen und funktionieren, wenn wir nicht mehr da sind, Freunde? Wenn das sich hier alles mehr oder weniger selbst überlassen bleibt, da wird der ganze Quatsch in sich zusammensinken wie nix, wie ein Kartenhaus. Das ist unglaublich. Ja, das mit dem Savannengras nachstreuen, das klappt gar nicht mehr. Okay, jetzt hilft es doch wieder. So, hier auch alles schön. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also das ist diese Versteppung, das ist möglicherweise ne, natürlich sein. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Versteppung nicht ganz so aus. Ich bin ja auch kein Gärtner. Ich bin mir da weniger ein kleines verkacktes Spielkind. Aber das ist... Okay. Tiere sind auf 97%. Das ist ja gar nicht so schlecht. Gehen sogar auf die 98 hoch, finde ich auch gut. Und nur unsere Pflanzen kacken jetzt wieder ab. Und gleich, ne, wir haben es jetzt, sehe ich gerade nicht, aber gleich fängt dann der Winter wieder an, dann sind sie wieder alle im Abjammern. Dann können wir das schon wieder vergessen mit der 100%. Ne? Also. Tja, wir müssen hier mal wieder ne, den Streuermann, den Streuonkel machen, den Streudienst, ne? Weil, ne, alles wieder. Abgeäppt und alles wieder versteppt hier. Ne? Oh, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ja gut, das müsste aber noch reichen. Das müsste noch reichen, das müsste noch reichen. Damit sie was zum Schlammen haben. Ne? Ja, sonst ne, müssen wir mal gucken, dass wir das dann tatsächlich irgendwie ein großräumiges Gehege pardon, machen, dass wir das echt einzäunen. Aber das ist... Ja, es ist eine Möglichkeit. Ich hatte das ja schon mal angedacht, aber eigentlich wollte ich das ungern machen, ne? Weil eigentlich bin ich ein freiheitsliebender Mensch, das wisst ihr ja, ne? Und insofern... Aber ja nun... Vielleicht bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil wir es echt sonst nicht hinkriegen, ne? Moment hier... Wobei die Elefanten bleiben eigentlich mal relativ gut am Ort, ne? Wir müssen halt nur irgendwie gucken, dass wir die Gazellen wandern viel, die Gnühekühe wandern viel. Ja, Gazellen haben wir jetzt nicht mehr genug, ne? Ja, Gazellen fehlen uns 3, verdammte Kacke. Gut, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, dass wir unsere Pflanzen wieder ein bisschen auf Vordermann bringen hier mit dem Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Savannengras. So, hier war der. Was? Flusswerkhut ist schwanger. Super, 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 super. Super, 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 super. Okay, haben wir auch alles noch so weit. Okay. Okay. Alright. So, Pflanzen sind wieder fast auf 99 hoch, du noch nicht. Ja, das Problem ist, ne, wir müssen das, wenn dann, echt großflächig machen, ne, mit den Dingern, mit den Abstimmungen da, ne. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal hier einen Gazellen-Dings da. Was braucht ihr, Freunde? Ihr braucht, pardon, ihr braucht Gräser, Mineralien. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da irgendwo hin, wo Mineralien sind. Und Wasser. Freunde, ich bin gerade ein bisschen stiller, weil ich aktuell nicht weiß, wie... Da ist ein Kollege! Pass mal auf, du willst mich auch verarschen hier, wa? Da, bitte, Kollege! Hier, Kollege, da, bitte, bitte! Soll ich euch vorstellen, oder was? Hier, da, einsam, nicht einsam, das ist... Du willst mir auch ein bisschen verarschen, wa? Hier, da, bitte sehr. Hier gibt's Gräser.
Okay, wir können ja in der nächsten Folge mal gucken, dass wir vielleicht tatsächlich mal hier so ein Gehege, da müssen wir natürlich hier, Moment, da müssen wir das mal ganz kurz Folgendes machen. Das will ich auch noch an dieser, das ist Schlamm, ne? Erdreich, Schlamm. Hier nochmal Schlamm, das ist natürlich alles ein bisschen tief, ne? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob denen das zu tief ist, hier die, wie heißt das, ist das, das hier, Moment. Wo ist der Papyrus? War der hier, Papyrus? Pampasgras. Chamäleon. Bla bla bla. Großer Papyrus. Mal ganz kurz gucken, was hier hinpasst. Zim. Zim, 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 zim. Zim, zim, zim. Sam. Da ist schon wieder zu tief, da geht's noch. Hier geht's auch noch, hier geht's auch noch. So, dann machen wir vielleicht in der nächsten Folge echt mal so ein, wie soll ich sagen, ein Gazellengehege, wo tatsächlich nur die Gazellen uns irgendwie reinballern, weil die gehen ja dauernd hier jetzt wieder 100%, die wieder hier, ne, wer ist denn da am abmemmen, Freunde, wer memmt denn da ab? Das Problem ist, das wird mir nicht angezeigt, ne, doch hier. Was mit dir, Kollege, was mit dir? Blätter. Flusspferd habe ich, glaube ich, eh genug, ne? Nilpferd. Ja, okay, Kollege. Tschüss. So, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, ich bin leider drauf und dran, das echt mit den Abzäunungen doch irgendwie zu machen mit diesen Teilen, ne? Müssen wir echt mal schauen. Also, man muss das natürlich großflächig machen, denn die müssen natürlich auch alles haben, weil hier gibt es auf jeden Fall ein paar Salzlecken, das ist cool. Dann machen wir das hier so ziemlich großflächig. Weil, also wer überwiegend abhaut, ne, ja, die wollen natürlich Blätter. Das Problem ist, wir gucken mal. Liebe Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euren Speakind für 45 Inselbewohner.